Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Lovely Weather We Are Having. Diesmal bin ich alleine hier ohne Gast, weil ich mir das Spiel nochmal in Ruhe angucken wollte. Ob das noch anderen Content liefert, ob es noch mehr Dialoge liefert, das denke ich mir auf jeden Fall. Ob man hier noch irgendwas machen kann mit diesem geilen Bouncy Bassfahrrad, das ich jetzt direkt herausgeworfen habe, ich Genie. Und ja, einfach mal ein bisschen hier die Welt exploren, ne? Wie Dogger the Explorer. Nur missgebildet und mit einem komischen Hund. Und in einer sehr knetartigen, surrealen Welt mit irgendwie ganz netter Farbgebung, I guess. Ich weiß nicht. Ja, okay, da war schon mal nichts. Hier ist was Komisches, aber kann ich nichts mit machen. Ah, hier ist unser... Have we met before? Ah, I think so. Okay, it's just hard to keep track of everyone coming through here. Lots of action. Okay. Wirkt nicht, als wäre das jetzt der belebt eigentlich. Es wirkt recht tot, aber okay. Aber cool, dass sie sich erinnert und der Dialog ändert. Ich weiß nicht, ob das jedes Mal da steht, aber... Zumindest wäre jetzt in dem Fall... Stimmte es ja sogar. So, jetzt ist noch der Typ, der im Wasser treibt irgendwo. Oh, wow, wer bist du? Sitting down for a few seconds is nice, even a few minutes is nice. A few hours starts to get old. A few days you get a little crazy. A few years, that's where I'm at now. Okay. Nice, sympathisch, dich kennengelernt zu haben. Komisches Hand als Körper-Ding. Was geht hier unten noch? Peace. Downtrodden me, only very slightly. Okay, ich zerficke dein ganzes Leben. Ja, mach ich einfach. Boom. Ich liebe die Geräusche und hier ist ja viel mehr zu sehen und zu entdecken, als wir entdeckt haben. Meine Fresse, waren wir letztes Mal scheinbar fertig. Naja, hier waren wir doch, aber wir sind irgendwie anders gelaufen. Oder ändert sich die Map? Ich weiß es nicht. Das Konzept des Spiels, das ist übrigens angeblich, darum der Name, dass sich das Wetter in-game anpasst an das Wetter draußen. Und ich weiß nicht, wie das Wetter letztes Mal war, weder draußen noch drin. Weder draußen noch im Spiel, meine ich, beim ersten Video. Aber jetzt jedenfalls passt es tatsächlich ganz gut zu meinem aktuellen Wetter. Es ist verhalten warm. Es geht langsam Richtung Frühling so. Aber es ist noch nicht richtig heftig warm. Aber man hört die Vögel schon. Das hat das Spiel auch richtig hinbekommen. Und yeah, geile Bassfahrräder. Mann, ich laufe hier verpeilt rum, obwohl ich eigentlich zu dem Typen wollte, der im Wasser auf seinem Ring da war. Und wollte mit dem kleinen Talk halten. Weil die bisherigen Talks waren schon sehr schön. Ich mag das. Die sind so ein bisschen... odd, ein bisschen off geschrieben einfach. Das ist cool. Und hier ist noch mehr Stuff jetzt. What the fuck? Ich glaube, ich werde das Spiel auch öfter besuchen. Im Winter auf jeden Fall mal, wenn es richtig schneit. Und gucken, wie es da so alles aussieht. Weil es ist schon herrlich schräg und strange einfach. Das ganze Design und die Dialoge mit diesen komischen Kreaturen. Und ich mag's. Hi. Would it really be so horrible if I took a nap right now? Go for it. I like your can-do attitude. Wake me up in an hour. Have some orange juice ready. Ich fürchte, ich werde weder Orangensaft haben, noch eine Stunde lang das hier noch spielen. Aber es wäre interessant, ob das wie so ein Tamagotchi-mäßiges Ding ist. Who goes there? There are a lot of places you can go around here. Through doors off limits. Why is everyone being so weird to me? Gute Frage. Maybe change the definition of weird and then everyone's being weird to me. That's deep. You bet it is, I went to college. Ich mag diese kleinen Dialog-Bits, die hier drin sind. Wow, where is air? Turf head? I feel pretty good, but I'd like to be 4 cm warmer. Ja, dann viel Spaß dabei. Vielleicht ist der Typ im Wasser diesmal nicht da, dafür mit diese ganzen anderen Kreaturen. Aber cool, ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Tamagotchi-Ding ist, wo die tagsüber rein und raus gehen und Leute rumgehen, man immer ein bisschen labern kann und chillen kann.
Und ob in einer Stunde wirklich der Typ aufwacht und auf seinen Orangensaft wartet und man dann da hingehen kann oder nicht. Ich werde es vermutlich verpassen, in einer Stunde das zu machen. Und so wichtig ist es mir auch nicht. Aber wenn es so wäre, wäre es echt cool. Und dann verstehe ich auch, warum man das hier für einen Euro sich holen sollte und spielen sollte. Weil es eben doch durchaus ein bisschen mehr Content ist und es einfach witzig ist. Wenn es sogar sowas in der Entwicklung gäbe oder so. Ich würde das feiern. Bin nicht so der Tamagotchi-Typ, nicht so der Brother-Game-Typ, nicht so der jeden Tag ein bisschen reinschauen-Typ. Aber was ist so klein und so surreal ist und immer wieder Unterhaltungswert hat. Naja. Nobody around here seems to have a job. Hm, that's true, what a nice place. Ja, definitiv. Setting down for view. Okay, das hatten wir schon, leider. Vielleicht gibt's aber noch irgendwo anders irgendwas Interessantes für uns. Zu bereden. Zu bequatschen. Sag ich mal. You know what I mean? Sorry, I think I missed something. Yeah. Okay, ja gut, danke. Ja, ich glaube, das mit dem Orange Juice war nur eine Ablenkung. Und ich würde jetzt am liebsten zu meinem Onkel Otto gehen, der da im Wasser rumschwimmt, aber ich weiß nicht mehr, wo genau das war. Geschweige denn, wo genau ich zum Steg komme. Feel pretty good, but I like to be. Okay, auch da sind wir schon mal durch. Ja gut, dann ist doch nur eine kleine Erfahrung. Da habe ich das wohl doch alles ein bisschen overthinkt. Es sei denn, es gibt jeden Tag neue Sätze, aber halt davon nur 2, 3. Ein Algorithmus rauszufinden bei sowas ist natürlich eine undankbare Aufgabe. Da lief noch was rum. I think I'm about something. What is it? Getting a new hairstyle. Das war die andere Option, das war auch schön. Chatbot has all the information you could ever require. What's the best neighborhood to live in? The warehouses are good bad, but the revenue reports indicate the Dome Village is up and coming. Okay. Wenn es einen Dome gibt, würde ich gerne dahin. Vielleicht bin ich so der einzige Spieler, der es hier länger spielt als so 10 Minuten. Und dabei rausfindet, dass es richtig deep ist und richtig viel Content hat und richtig Abenteuer und so mehrere Städte. Und niemand bemerkt das einfach, weil das ein kleiner Scheiß-Channel ist, den niemand guckt. Naja. Ja, hier bin ich lange am rumlaufen, aber es scheint so zu sein, dass unser guter Freund nicht anzutreffen ist gerade. Ich bin sehr betrübt. Ja, bei irgendeinem krassen Wetter gehe ich vielleicht nochmal hier hin, nehme nochmal ein Video auf. Aber soweit so gut. Hat sich schon mal gelohnt hier, die zweite Runde von Lovely Weather We Are Having. Und indeed haben wir wunderbares Wetter momentan hier. Also dann, bis denn, ne? Euer Wom. Für mich wie Polarity. Belex.